Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Ihr wundert euch vielleicht, warum laber ich jetzt schon? Es gab mal wieder, also es war ja beim letzten Mal, bei der letzten Prognose schon ein bisschen das Problem mit den Übertragungsfehlern, dass irgendwie das Bild nicht gestimmt hat. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es das Übertragungsgerät ist oder die PlayStation an sich oder mein Laptop. Es ist auf jeden Fall teilweise Kraut und Rüben. Was das Bild angeht, also wenn ihr euch darauf einlassen wollt, macht das. Es ist, finde ich, gerade noch so zu ertragen, aber ich fand es extrem anstrengend und das hat alles mega erschwert und es ist auch nicht unbedingt ein Mega-Genuss zu schauen. Deswegen ist manches ein bisschen komisch geschnitten und hier und da alles nicht optimal. Ich wollte euch auf jeden Fall vorwarnen, aber ich hatte die Spiele aufgenommen und dachte, ja egal, dann hau ich's raus. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr das durchhaltet, ob ihr es aushaltet. Ich würde sagen, viel Spaß, aber ja, seht selber, entscheidet selber, ob euch das Spaß macht. Ich fand es echt ziemlich unerträglich, diese Bildprobleme und die Schnitte, die ich dann machen musste. Aber schaut rein, vielleicht geht es ja einigermaßen für euch. Danke auf jeden Fall trotzdem schon mal fürs Reinschalten. Ich hoffe, ihr habt eine tolle Woche. Viel Spaß bei der englischen Woche und los geht's mit Schalke gegen Leipzig. Es sah eigentlich gar nicht so schlecht aus, was der FC Schalke 04 gegen Frankfurt angeboten hatte, aber am Ende unterlagen sie dennoch deutlich mit 3:0. Nun zu Gast RB Leipzig, natürlich auch favorisiert, und die Gäste, sie legten auch gut los. Anfangsphase, erste Chance, Xaver Schlager, die konnte allerdings noch pariert werden. Schwolo streckt sich, macht sich lang. Viertelstunde gespielt, RB Leipzig spieldominant und Schalke eher im Hintertreffen, und dann fiel auch das 0:1, 17. Spielminute. Etwas Pech ist auch dabei beim Schuss von Szoboszlai. Von Schwolo springt der Ball dann über die Linie, etwas unglücklich vom Schalker Keeper. Kurz vor der Pause noch einmal RB Leipzig im Vormarsch. Schlagers Ball vor die Füße von Forsberg. 35. Minute 0:2. Es wurde nicht einfacher. Auch wenn die Fans hinter Schalke standen, hinter der Mannschaft standen. Es lief einfach nicht auf dem Platz. Und das ist eben das Entscheidende. Olmo in der 54. Minute dann sogar mit dem 0:3 und der Entscheidung in diesem Duell. Zu schnell, zu gut gespielt, da war der FC Schalke 04 mit schlicht und ergreifend überfordert. Und so endet diese Partie am Ende mit 0:3. Der FC Bayern München holte zumindest ein 1:1 bei RB Leipzig, hielt die Leipziger also auf Distanz. Gegen den ersten FC Köln hatte man eigentlich die Favoritenrolle inne und zeigte das auch. 29. Minute, 1:0. Leroy Sané zieht den mit dem linken Fuß ins Eck. Aber der erste FC Köln schwimmt ja auf einer Euphoriewelle nach dem 7:1 gegen Werder Bremen. Und so auch hier wieder Tigges, der überragende Mann beim Spiel gegen Bremen, macht hier den Ausgleich. Der FC Bayern defensiv anfällig, und das weiß Köln auszunutzen. Durchgang Nummer 2, Ljubicic, Sommer dazwischen, aber Tigges bekommt noch einmal den Abpraller und dreht dieses Spiel. Was ist mit diesem Tigges los? Unglaublich auf jeden Fall, was hier ablief. 2:1 für den ersten FC Köln in München beim Tabellenführer. Es war eigentlich kaum zu glauben. Und Köln spielte hier wie eine absolute Spitzenmannschaft. Hüseyin Basic mit dem 3:1 in der 63. Minute. Und mit dem Endresultat. Denn das Spiel endete mit 3:1. Unglaubliches Spiel. Köln gewinnt aber vollkommen verdient in München.
Die Hertha ist mal wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. 17. Tabellenplatz. Nun zu Gast der VfL Wolfsburg. Bei den Wölfen lief es richtig gut. 6:0 gegen Freiburg. Aber hier war die Hertha zunächst die bessere Mannschaft und traf dann tatsächlich auch nach einer halben Stunde zum 1:0. Konga ist der Torschütze. Wolfsburg also mit einem Rückstand. Wir sind schon im zweiten Durchgang, denn da wurde Wolfsburg stärker. Kaminski mit dem Ausgleich in der 67. Spielminute. Die orange gekleideten Gäste macht nun ein deutlich besseres Spiel. Niko Kovac hatte wohl die richtigen Worte gefunden und es kam für die Gäste schließlich noch besser. In der 78. Minute schafften sie es dann durch Wimmer das Spiel zu drehen. 2:1. Der Gästeblock freute sich. Und die Herthaner waren wieder im Rückstand und gingen wieder pleite aus. Ohne Punkte verabschieden sie sich von diesem Spiel und verlieren gegen Wolfsburg mit 1:2. Hoffenheim sah lange Zeit gut aus bei Union Berlin, verlor am Ende dennoch mit 3:1. Nun zu Gast der VfB Stuttgart. Die Schwaben holten zumindest einen Punkt gegen Mainz 05. Aber dort lagen sie in Front. Hier gehen sie in Rückstand durch Andrej Kramaric. Aus 17 Metern schweißt er den Ball ein. Aber Stuttgart hatte auch seine Möglichkeiten. Hier nach einer halben Stunde die bis dato beste, Baumann aber kann halten und bald vollkommen zurecht die Faust. Noch eine Möglichkeit in Durchgang Nummer 1, Kramaric-Schuss abgefälscht vor die Füße von Sko, der den Ball aber nicht optimal trifft. Per Aufsetzer geht er in Richtung Gehäuse, Müller kann halten. Durchgang Nummer 2 hatte nicht viel zu bieten, aber der VfB Stuttgart, er bemühte sich nochmal. Er kam und konnte durch Silas auch ausgleichen. Das 1:1 eine Viertelstunde vor dem Ende. Zumindest ein Punkt für die Stuttgarter. Richtig gut werden sie damit nicht leben können, aber es ist besser als eine Niederlage. Das ist auch klar. Mainz hatte sich sicherlich etwas mehr als einen Punkt nur bei Stuttgart versprochen, aber am Ende mussten sie damit auch leben. Zu Gast jetzt Borussia Dortmund, die vor allem ja in der Defensive anfällig sind. Vorne immer mitzurechnen mit dem BVB. 35. Minute Moukoko. Hier sehen wir es in der Wiederholung etwas besser. Legt den Ball in den Knick. Das war durchaus ansehnlich. Aber Mainz wollte ausgleichen. Wir sind schon im zweiten Durchgang und sie kam zum Ausgleich in der 77. Minute. Da sieht Kobel nicht gut aus. Aus Spitzenwinkel lässt er den ins Tor abtropfen. Unglücklich, aber so war es eben. Und Mainz hatte Blut geleckt. Wittmer plötzlich mit viel Freiraum und diesem wunderschönen Tor in der 86. Minute. Spiel gedreht. Es war lange Zeit nicht viel von Mainz 05 zu sehen. Dann aber nutzen sie ihre Stärken aus und vor allem die defensiven Schwächen beim BVB und konnten somit 2:1 in Führung gehen. Es war aber noch nicht Schluss. Noch einmal der BVB und Adeyemi mit dem Ausgleich. Das war eine packende Schlussphase mit dem etwas besseren Ende für Dortmund, die mit dem Punkt zufrieden sein müssen. So endet es hier eben mit 2:2 und für Mainz ist das vor allem durch den späten Treffer von Dortmund richtig ärgerlich. Der SV Werder Bremen gegen Union Berlin. Kann sich Werder Bremen regenerieren nach der Klatsche beim ersten FC Köln? Es sah zunächst nicht so aus. Becker mit der ersten guten Chance, 10 Minuten gespielt, Pavlenka mit der Parade. Union aber die bessere Mannschaft, die stärkere Truppe.
Khedira letztendlich Behrens mit dem 1:0, 41. Spielminute, die verdiente Führung für die Gäste, die hier deutlich überlegen waren. Aber Werder Bremen konnte ausgleichen in der 63. Minute. Wir sehen schon den Torjubel. Niklas Schmidt holt den Ball aus dem Netz. Bekommt hier den Ball und aus Spitzenwinkel schießt er ihn dann flach in die Maschen. Schönes Tor. Renault sieht nicht ganz glücklich aus. Ist noch dran. Könnte ihn eigentlich halten. Aber Union Berlin konnte auch darauf noch einmal antworten. Becker mit dem Flugkopfball zum Tor. 2:1 für Union Berlin. Pavlenka kommt nicht mehr ran. Und das war dann auch das Ende in diesem Spiel. Union gewinnt mit 2:1. Werder Bremen kann sich also nicht regenerieren. Verliert eben das zweite Spiel in Folge nach der Winterpause. Der SC Freiburg muss sich schütteln. Das 6:0 beim VfL Wolfsburg war sicherlich ziemlich schmerzhaft. Frankfurt nun zu Gast. Die Eintracht gewann 3:0 gegen den FC Schalke 04. Relativ abgekocht und abgezockt gemacht. Hier war Freiburg die marginal bessere Mannschaft im ersten Durchgang. Es geschah aber nicht viel. 0:0 zur Pause. Durchgang Nummer 2. Weiterhin Freiburg besser. Günther, Grifo, Doan, Eggestein und Doan. Der Schuss aber zu zentral, kein Problem für Trapp. Viertelstunde jetzt noch zu spielen, dann auch mal Frankfurt. Gibril so und Kamada mit dem 0:1 in der 75. Minute. Doch noch der Führungstreffer, doch noch ein Tor in dieser Partie. War nicht mehr unbedingt mitzurechnen. Und wie gegen Schalke ist Frankfurt hier auch wieder gnadenlos effizient. Es gab zwar noch den Ausgleich in der 84. Minute durch Höhler, aber aus einer Abseitsposition der Treffer zählte nicht. Und so geht Frankfurt am Ende etwas glücklich als Sieger vom Platz, denn das war eine knappe Angelegenheit. Aber so ist es nun mal. Freiburg verliert gegen Frankfurt mit 0:1. Bayern 04 Leverkusen gewann 3:2 bei Borussia Mönchengladbach noch am Sonntag. Bochum sogar 3:1 gegen die Hertha. Und Bochum ist richtig gut dabei, aber trotzdem Außenseiter gegen Bayer Leverkusen. Armin Adli hatte hier auch das 1:0 auf dem Fuß, traf den Ball aber nicht optimal. So ging er dann am Kasten vorbei. Aber Leverkusen blieb dran, halbe Stunde gespielt, Diaby mit dem 1:0 für Bayer 04 Leverkusen. Hat da zu viel Platz im 16er und lässt sich nicht beirren. Keine Chance für Manuel Riemann. Durchgang Nummer 2, dann Förster mit dieser Chance. Das muss eigentlich das Tor sein, aber Radetzky reagiert klasse und verhindert den Ausgleich. So hatte dann Leverkusen durch Frimpong das 2:0 erzielen können. 86. Minute. Super gelupft. Riemann ohne Chance. Der Ball, die Torlinientechnik zeigte es dann, war mit vollem Umfang hinter der Linie. Am Ende ein souveränes, überzeugendes 2:0 von Leverkusen gegen Bochum. Der FC Augsburg verlor knapp bei Borussia Dortmund. Borussia Mönchengladbach musste sich geschlagen geben. Ebenfalls knapp mit 3:2 gegen Leverkusen. Da lagen sie zwischenzeitlich 0:3 hinten. Hier wollten sie es anders machen und sie machten es auch anders. In der 24. Minute erzielte Gladbach durch Player das 1:0. Gikiewicz muss schon wieder hinter sich greifen. Kurz vor der Pause noch einmal Gladbach. Kramer bekommt den Ball von Thuram und macht das 0:2. In der 44. Spielminute, der Knierutscher darf nicht fehlen. Den haut er gut ins Netz.
Durchgang Nummer 2. Das ist der zuletzt noch angeschlagen ausgewechselte Cardona, der hier ein wunderbares Tor macht. 1:2 in der 55. Minute. Die Fuggerstädter waren wieder mit von der Partie. Da kann sich Omlin strecken, wie er will. Den erreicht er nie. Und noch einmal Augsburg. Berisha, Cardona, 2:2, 63. Minute. Unglaublich. Aber Augsburg konnte nach 0:2 schnell zurückkommen. Hatte im Anschluss sogar noch die Möglichkeiten, das Spiel komplett zu drehen. Wäre vielleicht aber zu viel des Guten gewesen. Gladbach nutzte die gute Phase nicht und verliert zwei wichtige Punkte. Kann nur einen Punkt mitnehmen. Diese Partie endet Remis 2:2. Ja, das war's mit der Prognose. Es tut mir echt leid. Ich weiß nicht, woran es jetzt liegt. Ob es die PlayStation ist oder mein Übertragungsgerät. Ist auf jeden Fall nicht so gelaufen, wie ich es wollte. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie in irgendeiner Art und Weise gefallen. Mal gucken. Wenn es nächstes Mal bei der nächsten Prognose wieder so ist, dann veröffentliche ich die nicht. Aber jetzt habe ich es nochmal gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!